Ein 97 Jahre alter gebrechlicher Mann wird in Budapest in den Gerichtssaal gebracht. Der frühere ungarische Offizier Sándor Kepiro muss sich wegen der Ermordung von 36 Menschen verantworten. Bei dem Massaker in der serbischen Stadt Novi Sad 1942 wurden mindestens 1200 Juden, Sinti und Roma getötet. Das ist der Prozess gegen einen Massenmörder. Es ist auch der Prozess für die Opfer, ihre Verwandten und für die ungarische Gesellschaft. Alle sollen die Wahrheit erfahren über das, was hier im Krieg passiert ist und was ungarische Soldaten in Europa angerichtet haben. Die Verhandlung bringt auch die Rolle ans Licht, die Ungarn in Hitlers Plänen zur sogenannten Endlösung der Judenfrage spielte, kurz bevor das Land 1944 von den Nazis besetzt wurde. Die Frage ist umstritten. Gerade erst wurde deshalb der Direktor des Holocaust-Museums in Budapest entlassen. Heute sind sich die meisten Historiker darüber einig, dass es eine Verbindung gibt. Da sind einerseits die Verwaltungen der Gebiete, die während des Zweiten Weltkriegs an Ungarn angegliedert wurden, und auf der anderen Seite steht der Vollzug des Holocaust. So unterstützten die Ungarn zunächst Hitler und bekamen dafür Gebiete wie die Slowakei und das nördliche Siebenbürgen zurück, die sie im Ersten Weltkrieg verloren hatten. Beschämend für Ungarn ist, dass damals in diesen Regionen die eigenen Soldaten Juden deportierten und töteten, noch bevor die Nazis kamen. Durch den Prozess gegen Sándor Kepiro wird Ungarn mit seiner düsteren Vergangenheit konfrontiert. Das Land ist gefordert, sich mit dem Schulterschluss mit Nazi-Deutschland auseinanderzusetzen und mit dem Tod von etwa 560.000 ungarischen Juden.